Mit ihrem Technologiewahn und mit Kriegen hat die Menschheit ihren Planeten endgültig ruiniert. Jack, alias Tom Cruise, räumt für eine ominöse Macht die scheinbar menschenleere Erde auf. Tag 1644. Tower 49, hier ist Mission Control. Wie geht es Ihnen an diesem herrlichen Morgen? Hier ist Jack Harper. Ich bin Starker. Sind Sie ein effektives Team? Wir sind ein effektives Team. Ein effektives Team mit ausgeräumter Erinnerung an was auch immer. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegriffen. Den Krieg haben wir gewonnen, aber den Planeten verloren. Die Menschen mussten die Erde verlassen. Reste der Plündererarmeen leben immer noch auf der Erde. Ich kümmere mich um Sicherheit und Wartung der Drohnen. Wir räumen den Mist weg. 166 ist wieder online. Regisseur Joseph Kosinski. Ready and action. Setzt mit seinem Film auf bewährte Darsteller in einem enormen Ambiente. Es ist dieser Tage nicht leicht, mit einer völlig neuen Story herauszukommen. Aber wir können sie in einem neuen Kontext präsentieren. Und Science Fiction ermöglicht neue Ideen, die andere Genres nicht erlauben. Weil wir die Regeln aufheben oder neu schaffen können, was überaus spannend ist. Wenn ich ins Kino gehe, möchte ich in eine andere Welt kommen. Und Science Fiction kann uns dahin versetzen. Jack? Jack? Ein Objekt ist in 1-7 abgestürzt. Verstanden. Bin unterwegs. Absturz eines unbekannten Objekts. Drohnen sind unterwegs. Halten Sie Ihren Techniker fern. Oblivion ist der Film einer neueren Art von Science Fiction. Mit wieder möglichst viel authentischen Dekorationen und Requisiten und mit möglichst wenig dominierenden Computertricks. Vor allem aber ein Film für die ganz große Leinwand. Das sind Menschen. Tower, hier sind Überlebende. Hier sind 4, Korrektur, 5 Überlebende. Es sind Menschen. Ich befehle dir, sofort zum Tower zurückzukehren. Sie schießen auf Überlebende. Zurück! Das ist ungehorsames Verhalten. Jack, perfekt für seine Aufgaben konditioniert, beginnt dennoch an der Rechtmäßigkeit und Redlichkeit seines Tuns zu zweifeln. Da findet er in einem abgestürzten Raumschiff eine Frau, die möglicherweise seine Frau ist. Wenn er sich nur erinnern könnte. Jack konnte sie im letzten Moment aus dem Wrack befreien. Aber ihre Besatzung hat es nicht geschafft. Sie waren eine lange Zeit im Delta-Schlaf. Wie lange? 60 Jahre. Mindestens. Er weiß nicht, dass sie seine Frau ist. Aber er fühlt es. Ich muss zum Schiff. Jack. Ich will, dass sie sofort verschwindet. Vicar. Hast du irgendwelche Erinnerungen? An die Zeit vor der Mission. Vor der Sicherheitslöschung. Es ist unsere Aufgabe, uns nicht zu erinnern. Hast du das vergessen? Erinnerst du dich an sie? Jack. Ein feindliches Funksignal hat ihren Absturz ausgelöst. Wir wissen nicht, wer sie ist. Um die Leerstellen in seinem Gedächtnis aufzufüllen, sucht Jack ständig nach Informationen. Da gerät er eines Tages in eine Falle seiner angeblichen Feinde. Unterirdisch hausende Gruppen, angeführt von keinem Geringeren als Morgan Freeman. Sagen Sie mir, bringt sie alte Erinnerungen zurück? Wo ist sie? Ich habe sie beobachtet, Jack. Die haben sie belogen. Es wird Zeit, die Wahrheit zu erfahren. Mein Gedächtnis wurde gelöscht zum Schutz der Sicherheit. Der Sicherheit der Mission, ja. Sie reparieren ja nur Drohnen. Geh niemals in die Strahlungszone. Stelle nicht so viele Fragen. Vicar, wir müssen hier weg. Sofort. Ich kann dich nicht beschützen. Sind Sie noch ein effektives Team?
Wir sind kein effektives Team. Es gibt Dinge, die du wissen musst. Ich will nichts davon wissen! Ich glaube, dass die Technologie in unserem Leben eine zunehmend größere Rolle spielt. Eine enorme Herausforderung für uns als Menschen ist es, dem Limit zu setzen und nicht aus den Augen zu verlieren, wie man die wichtigsten Elemente des Menschseins bewahrt. Der Film erkundet unter anderem einige dieser Themen. Sie müssen nicht sterben, Jack. Und was ist die Moral von der Geschichte? Und sie muss es auch nicht. Du musst erfahren, was passiert ist. Wer bist du? Es scheint, dass der Regisseur mit der Betonung auf Limitierung ein ebenso unangenehmes wie notwendiges Gebot unserer Zukunft angedeutet hat.